Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video geht es um das Thema 5G Mobilfunk. Diese neue Technologie, die ja bald hier Einzug halten soll, wird ja einerseits hochgejubelt, aber andererseits sehr, sehr kritisch beäugt. Und im heutigen Video geht es eher um die kritische Beäugung dieser Technologie 5G Mobilfunk. Ich hatte, glaube ich, schon vor 2 Jahren zwei Videos veröffentlicht zum Thema Handynutzung. Ich werde eines der beiden Videos oben in den Infokarten verlinken. Kürzlich habe ich mal wieder einen Blogartikel vom Heilpraktiker René Gräber gelesen. Von ihm habe ich schon einige gute Blogartikel gelesen, auch zum Thema Fasten oder Zeitumstellung. Und er hat auch schon einiges zum Thema 5G-Mobilfunk oder auch Handynutzung, WLAN-Strahlung geschrieben. Und seinen Artikel zum 5G-Mobilfunk hat mir sehr gut gefallen. Da habe ich den René angeschrieben und gefragt, ob ich diesen Blogartikel für meinen YouTube-Kanal vorlesen darf, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist und ich möchte das gerne hier auch auf meinem Kanal mal zum Thema machen. Und der Artikel hat mir sehr gut gefallen, da habe ich mir gedacht, ehe ich jetzt anfange selber zu recherchieren, lese ich euch einfach diesen Blogartikel vor. Ich verlinke euch natürlich die Webseite vom René unten in der Infobox und auch den dazugehörigen Artikel. Wenn ihr auf den Link zu diesem Artikel klickt, den ich hier in diesem Video vorlese, dann habt ihr auch gleich Zugang zu den anderen Blogbeiträgen, die René Gräber in diesem Artikel anspricht, beziehungsweise auch zu diesen Studien, die er in diesem Artikel anspricht. Ich möchte hier nochmal erwähnen, ich habe die ausdrückliche Genehmigung von René Gräber, seinen Blogartikel zum Thema 5G-Mobilfunk vorzulesen. Los geht's! 5G-Mobilfunk und ihre Gesundheit. Alle jubeln, aber kaum jemand weiß wirklich Bescheid. Veröffentlicht am 26. August 2018 von René Gräber. Elektromagnetische Felder, Handystrahlung, WLAN und Co. Diesen Beitrag hatte ich 2011 veröffentlicht und im Januar 2018 mit neuen Ergebnissen und Ereignissen komplettiert. Von daher erscheint dieser Beitrag nahezu endlos zu sein. Aber endlos scheinen auch die Ereignisse zu sein, die sich um das Thema EMF, Mobilfunk, WLAN etc. ranken. Es ist eine alte Geschichte, die sich immer wieder und wieder zu wiederholen scheint und das in einem vorhersehbaren und voraussagbaren Verlauf. Denn es dreht sich nur um eins: Geld. Und wenn es sich ums Geld dreht, dann wird vieles viel transparenter. Gesundheitliche Konsequenzen sind jetzt zweitrangig, da potenziell geschäftsschädigend, wenn man auf solche, in Anführungszeichen, Nebensächlichkeiten auch noch achten will. Sicherheitsstudien sind lästig und teuer und beschneiden deshalb den Gewinn. Dafür investiert man lieber in ein voluminöses Marketing, welches die alten und neuen Produkte im rosaroten Glanz erscheinen lässt. Kritiker als Störenfriede des geschäftlichen Erfolgs werden in entsprechender Manier abgefertigt. Wie so etwas abläuft, das habe ich in meinem oben angegebenen Beitrag erläutert. Aber jetzt erscheint am Horizont ein neues Monster, das noch schwerwiegendere Folgen zu haben scheint als das, was wir bereits zu erdulden haben. Und das ist eine neue Art von Mobilfunk. 5G-Mobilfunk. 5G steht für fünfte Generation. Es handelt sich hierbei um ein absolut, in Anführungszeichen, tolles neues Konzept, das zwischen 10 bis 100 Mal schnellere Signale transferiert im Vergleich zu der Geschwindigkeit eines aktuellen 4G-Netzwerks, wenn das kein Vorteil ist. Wo liegt der Unterschied zum 4G-Netzwerk? Das neue Netzwerk ist nicht nur schneller, sondern benutzt auch keine Mikrowellen mehr, da dieser Bereich praktisch vollständig belegt ist. Das neue Netzwerk geht in den Millimeter-Wellenbereich, das eine höhere Frequenz benutzt. Das alte, momentan im Gebrauch befindliche 4G-Netzwerk benutzt Frequenzen wie 700, 850, 1800, 1900, 2100, 2300 und 2600 MHz. Das neue 5G-Netzwerk operiert mit Frequenzen zwischen 30 und 300 GHz. Der Nachteil dieses hohen Frequenzbereichs ist, dass die Reichweite deutlich eingeschränkt ist. In der Praxis muss diese Einschränkung kompensiert werden, indem man in viel kürzeren Abständen entsprechende Sender-Empfängermasten aufbaut, was zu einer Vervielfachung dieser Sendemasten führen wird
und wo mehr Sendemasten aufgebaut werden, da wird es auch ein entsprechend höheres Maß an elektromagnetischer Aktivität geben. So vermutet ein Beitrag der Online-Ausgabe der Daily Mail, dass im Zuge der Einführung der 5G-Technologie in den USA mindestens 800.000 Sendemasten aufgebaut werden müssen. Man darf also davon ausgehen, dass die neuen Sendemasten an jeder Straßenecke zu finden sein werden, um einen 5G-Betrieb zu ermöglichen. Ob diese neue Anordnung und Vielzahl von Sendemasten auch mit gesundheitlichen Nachteilen verbunden sein wird, darüber gibt es selbstverständlich keine zuverlässigen Aussagen oder Studien. Auch hier wird wieder einmal die Vermutung zum Dogma, dass alles schon nicht so schlimm sein wird. 5G-Millimeterwellen sind ein Tsunami. Noch steckt ja alles in den Kinderschuhen. Aber es scheint schon die ersten Großversuche zu geben, die herausfinden wollen, wie ein 5G-Netzwerk unter realen Bedingungen funktioniert. Ich bin überzeugt, dass hier keine Untersuchungen zu gesundheitsrelevanten Aspekten durchgeführt werden. So gibt es Versuchsaufbauten in den USA, Großbritannien, Südkorea, Australien, Finnland und Estland. Im nächsten Jahr werden die Philippinen ein weiteres Testgebiet für 5G werden. Höhere Frequenzen bedeuten auch ein höheres Maß an Energie, die von diesen Frequenzen ausgeht. Schon bei den Frequenzen im 4G-Bereich gab es eine Reihe von Studien, die keine positiven Effekte von dieser elektromagnetischen Strahlung berichteten. Jetzt haben wir mit 5G eine deutlich energiereichere Strahlung, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch schädlicher sein wird als das, was wir bislang auf uns haben einwirken lassen müssen. So sind diese elektromagnetischen Strahlen in der Lage, bis zu 2 mm tief in die Haut des Menschen einzudringen. Sie werden ebenfalls von der Oberfläche der Hornhaut des Auges resorbiert. Und was sich nahezu utopisch anhört, das ist die Möglichkeit, dass diese Form von elektromagnetischen Wellen in der Lage ist, bakterielle Resistenzen zu verstärken. Dazu gibt es zwar keine Science-Fiction-Serie aus Hollywood, aber eine wissenschaftliche Arbeit aus dem Jahr 2016, die diese Möglichkeit in den Bereich des Machbaren rückt. Diese Arbeit zeigte, dass Bakterien und auch andere Zellen über elektromagnetische Felder mit extrem hoher Frequenz untereinander kommunizieren. Die 5G-Wellen beeinflussen E. coli und andere Bakterien, in denen sie deren Wachstum unterdrücken und Eigenschaften und Aktivitäten verändern. Die Autoren betonen, dass diese Veränderungen nicht auf Temperatureffekten beruhen. Die wichtigsten Strukturen, die von 5G-Wellen beeinflusst werden, sind Wasser, Zellmembranen und das Genom. Die Beobachtung der Autoren hat gezeigt, dass diese Form der Wellen zu einer erhöhten Bereitschaft zur Antibiotikaresistenz führt. Darüber hinaus scheinen diese Wellen die Wirkungen von Chemikalien auf die Zellen zu verstärken und damit die Integrität der Zellen zu gefährden. Bei solchen Beobachtungen muss man sich sofort die Frage stellen, welche Effekte diese Wellen auf menschliche, tierische Zellen haben. Denn ich kann mir vorstellen, dass ungünstige Einflüsse auf die Zellmembran von entsprechend negativen Konsequenzen begleitet werden. Wird es dazu Studien geben? Lieber nicht, denn die könnten geschäftsschädigend ausfallen. Dies ist meine Prophezeiung, wie die Industrie mit dieser Fragestellung umgehen wird, ganz ohne Kristallkugel und Magierausbildung. Im Jahr 2011 wurde bereits die elektromagnetische Strahlung von Handys als, in Anführungszeichen, möglicherweise krebserzeugend eingestuft. Wer verbreitete diese schlechten Nachrichten? Antwort: Die Abteilung für Krebsforschung der WHO. Unlängst erschien in den USA ein Bericht des National Toxicology Program, der die Einflüsse von Handystrahlung bewertete. Der Report stellt anhand einer Reihe von Studien an Mäusen und Ratten fest, dass 2G- und 3G-Handys DNA-Schäden und Tumore am Herzen, im Gehirn, in der Prostata, in der Leber und in der Speicheldrüse verursachen können. Es besteht so gut wie keine Wahrscheinlichkeit, dass entsprechende Untersuchungen für die 5G-Strahlung viel bessere Ergebnisse liefern wird. Dafür ist die Energie, mit der diese Strahlung auf Strukturen und Gewebe auftrifft, viel zu hoch. Und diese Strahlung kommt 24 Stunden am Tag in erster Linie von den dicht gestaffelt aufgestellten Sendemasten. Wissenschaftler aus der Universität in Jerusalem sprechen sich vehement gegen die neue Technologie aus.
Sie sehen hier als besonders gefährdet an Säuglinge, Schwangere, Senioren, Menschen, die gesundheitlich beeinträchtigt sind und Individuen, die hypersensitiv auf diese Strahlung reagieren. Sie vermuten aufgrund des Effekts der Strahlung auf Strukturen von Zellen, dass bei einem flächendeckenden Ausbau des 5G-Netzes die Zahl neurologischer Störungen exponentiell ansteigen wird. Die Wissenschaftler zeigten zudem, dass die Schweißporen der Haut die 5G-Strahlung wie eine Antenne schlucken. Dieses Aufnehmen der Strahlung verändert die Wahrnehmung der Haut für Hitze insofern, dass diese Strahlung vom Betroffenen selbst als Hitze wahrgenommen werden kann, was zu schmerzhaften Empfindungen führt. Für den Betroffenen ist es so, als wenn er eine heiße Platte berührt, ohne aber eine heiße Platte zu berühren. Das bisschen, was wir wissen. Die Telekom-Industrie wird kein Interesse an Studien und Belege haben, die sich mit gesundheitlichen Fragen auseinandersetzen. Das hat sie in der Vergangenheit ausgiebig bewiesen. Um hier mehr an Wissen zu bekommen, sind wir auf die Aktivitäten und die Bereitwilligkeit von industrieunabhängigen Forschungsinstituten angewiesen. Immerhin dürfen wir hier davon ausgehen, dass es keine finanziellen Motive gibt, zu falsch negativen Ergebnissen zu kommen. Hier würde ich eher die Studien verdächtigen, die von der Industrie finanziert sind und zu den entsprechenden Legoland-Ergebnissen kommen. Electric Sense fasst das, was an wissenschaftlicher Erkenntnis zu diesem Thema bereits vorliegt, in einer Übersicht zusammen. DNA-Einzel- und Doppelstrangbrüche. Dies ist ein Türchen, über das die Entstehung von malignen Zellen erfolgt. Oxidative Schädigung. Gewebeschäden und Zellschäden. Auch hier kann der Boden für die Entstehung von malignen Zellen bereitet werden. Störung des Zellmetabolismus. Einschränkung der Energieproduktion in den Mitochondrien der Zellen mit entsprechend physiologischen Konsequenzen. Erhöhung der Permeabilität der Blut-Hirn-Schranke. Mit Erhöhung der Permeabilität verliert die Blut-Hirn-Schranke ihre Schutz- und Filterfunktion. Das Gehirn wird vermehrt mit toxischen Substanzen überflutet. Reduktion von Melatonin. Dies betrifft eine Reihe von physiologischen Funktionen, vor allem aber hat es einen nachhaltigen Einfluss auf die Schlafqualität. Hier sind vermehrt Einschlafstörungen und Durchschlafstörungen zu erwarten. Störungen des Glukosemetabolismus im Gehirn. Dies wird einen negativen Einfluss auf die generelle Leistungsfähigkeit des Gehirns haben. Hier besteht die Möglichkeit für die Entwicklung von Demenz und/oder anderen neurologischen Störungen. Bildung von Stressproteinen. Diese Proteine sind Teil der Selbsterhaltungs- und Überlebensstrategien von Zellen und werden vom Immunsystem zur Überwachung von Infektionen und Erkrankungen herangezogen. Die Bildung dieser Proteine ist auf jeden Fall ein Alarmzeichen. Aber nicht nur der Mensch oder die Tiere sind in der Lage, diese Stressproteine zu bilden, Pflanzen sind auch in der Lage dazu. Und da die 5G-Strahlung von Pflanzen absorbiert wird, übrigens Regen absorbiert ebenfalls diese Strahlung, sind bereits entsprechende Veränderungen bei einigen Pflanzen beobachtet worden. Eine Arbeit aus dem Jahr 2013 stellte fest, dass die Strahlung bei Weizenkeimen zu einer Veränderung der enzymatischen Aktivitäten führte. Die Autoren wiesen sogar nach, dass die Bewässerung mit bestrahltem Wasser, wie es mit Regen der Fall ist, der dieser Strahlung ausgesetzt ist, ebenfalls einen Einfluss auf das enzymatische Profil zu haben scheint. Andere Arbeiten haben gesundheitliche negative Einflüsse bei Vögeln und Bienen ausmachen können. Grund hierfür sind neben den genetisch manipulierten Nutzpflanzen, die hierzulande noch nicht so verbreitet sind, unter Umständen auch negative Veränderungen in der Pflanzenphysiologie, provoziert durch die 5G-Strahlung und der jetzt noch aktiven 4G-Strahlung. Fazit: Neues vom Handymarkt wird uns mit einiger Wahrscheinlichkeit als revolutionäre Neuigkeit verkauft, auf die wir alle unter schlaflosen Nächten gewartet haben. Wie konnten wir nur ohne 5G überleben? Wenn wir einmal die industrielle Esoterik abstreifen und uns die Realität anschauen, dann müssen wir schnell sehen, dass diese neue Kommunikationstechnik nichts anderes ist als eine Erweiterung des Markts. Weil die 4G-Frequenzen so gut wie belegt sind, braucht der Markt einen neuen Frequenzbereich, der in diesem Falle höher liegt als der alte. Mit höherer Frequenz verbunden ist auch eine höhere Energie. Gleichzeitig ist damit auch verbunden,
dass die Reichweite verkürzt ist, was ein deutliches Mehr an Sendemasten erforderlich macht. Früher konnte man vielleicht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Wenn diese Sendemasten aufgestellt sind, dann werden wir vor lauter Sendemasten den Nachhauseweg nicht mehr finden. Das Ganze ist dann weniger lustig, wenn man sich vor Augen hält, dass es für alle die, die an diesem Zirkus nicht teilhaben wollen, keinen Ausweg gibt. Egal, ob man will oder nicht, man wird 24 Stunden am Tag mit dieser Strahlung bombardiert und es gibt keinen Weg, sich dem zu entziehen. Die einzige Möglichkeit dazu besteht darin, in Gegenden auszuwandern, wo es noch keine drahtlose Kommunikation gibt. Fazit vom Fazit: Zum Wohle der Profite der Industrie verwandeln wir unseren Planeten in eine riesige Mikrowelle. Und alle jubeln, welch ein Fortschritt. Unter diesem Artikel gibt es viele interessante Kommentare und ich werde euch jetzt noch einen Teil eines Kommentars vorlesen. Wozu benötigen wir mobil eine so extreme Bandbreite? Ich brauche keine VR, noch kann ich in die Natur gehen und habe dort ein perfektes 3D-Erlebnis. Was nutzt mir der Download eines Films in wenigen Sekunden? Einen Film sehe ich mir meist nicht mehrfach an und wenn, für geringes Geld, bieten Streamingdienste eine riesen Auswahl an Filmen, die ich ohne Verzögerung sofort über meinen normalen DSL-Anschluss sogar in HDR und 4K ansehen kann. Als Normalverbraucher habe ich von der neuen Technologie keinen Mehrwert. Das Leben wird dadurch weder einfacher noch besser. Nur bezahlen dürfen wir alle und bekommen für unser Geld eine noch mehr mit Elektrosmog belastete Umwelt. Frequenzen im Millimeterwellenbereich wechselwirken noch besser mit biologischem Material als niedrigere Frequenzen. Und bevor man sie anwendet, müsste die Gefährlichkeit dieser Strahlungen genauestens ermittelt werden. Aber im Gegenteil, es wird so getan, als wenn die Einführung dieser Technik für uns alle ein Segen wäre. Aber vielleicht steckt da noch mehr dahinter, als wir denken. Am 11. Oktober hat der René Gräber noch einen Artikel veröffentlicht. Ärzte fordern Baustopp für 5G-Mobilfunktechnologie. Aus diesem Artikel lese ich euch jetzt auch noch einige Absätze vor. Wenn ihr den ganzen Artikel lesen möchtet, ich verlinke ihn euch unten in der Infobox unter dem Video oder im ersten angepinnten Kommentar. Unverhofft kommt oft. Jetzt bekommen die 5G-Gegner unverhofft Schützenhilfe. Und die kommt von Seiten der Ärzteschaft. Ich muss gestehen, dass die Überraschung kaum größer sein könnte. Aber was haben die Schulmediziner am 5G-Mobilfunk auszusetzen? Wie es aussieht, haben hier Arbeitsmediziner einen offenen Brief an den Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Herrn Scheuer, geschickt. Aus diesem Brief geht hervor, dass das Ministerium Steuergelder benutzen will, um sogenannten Funklöchern in Deutschland den Kampf anzusagen. Zu diesem Zweck sollen Funklochmelder installiert werden. Dies erinnert mich an Feuermelder, deren Installation zweckmäßig ist, da sie extreme Notfallsituationen verhindern helfen. Jetzt also scheint die Industrie in der Lage gewesen zu sein, die Politik davon zu überzeugen, dass ein Funkloch eine so extreme Notfallsituation ist, dass man diese nur über einen entsprechenden Melder vermeiden bzw. bekämpfen kann. Aber auch die Arbeitsmediziner scheinen nicht sonderlich von dieser Idee begeistert zu sein. Denn für sie gibt es dann noch den elektrosensiblen Patienten, der jetzt schon unter dem gegenwärtigen Funknetz zu leiden hat. Ein Ausbau mit einem 5G-Netz würde die Zahl von neuen Sendern nicht nur erhöhen, sondern gleichzeitig auch verdichten. Und damit hätten diese sensiblen Patienten keinerlei Lebensraum mehr oder ein Leben hinter Mauern in funkisolierten Gebäuden. Genschäden und krebserregend. Die Arbeitsmediziner erwähnen eine erdrückend hohe Anzahl von Forschungsergebnissen, die zeigen, dass Mobilfunkstrahlung physische und psychische Einflüsse mit sich bringt, die heute als, in Anführungszeichen, genotoxisch und, in Anführungszeichen, möglicherweise krebserregend klassifiziert werden. Aufgrund von Arbeiten von schwedischen Wissenschaftlern darf man heute davon ausgehen, dass die Mobilfunkstrahlung bereits als, in Anführungszeichen, gesichert krebserregend gehandelt werden darf. Für die elektrosensiblen Teile der Bevölkerung stellt dieser intensivierte Ausbau der neuen Technologie eine intolerable gesundheitliche Belastung dar. Diesen Menschen bleibt nur noch der Umzug zum Nord- oder Südpol übrig, all dieweil es dort noch keine Sendemasten gibt. Zudem befürchten die Arbeitsmediziner eine massive Zunahme von Erkrankungen, besonders chronische Erkrankungen wie Krebs und degenerative Nervenerkrankungen, als ob wir nicht schon genug davon hätten. Interessant ist auch,
dass sie von, in Anführungszeichen, erwiesenen biologischen Schäden des menschlichen Organismus weit unterhalb der jetzigen Grenzwerte sprechen. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir keinen Ausbau einer weiteren Mobilfunktechnologie benötigen, um entsprechende biologische Schäden zu erhalten. Diese Schäden gibt es bereits unter den akuten Bedingungen, wovon natürlich niemand offiziell gerne reden möchte. Die Frage, warum nicht, sollte nicht schwer zu beantworten sein. Ausländischer Gegenwind, oxidativer Stress. Amerikanische Radio-Onkologen bringen ebenfalls ungemütliche Neuigkeiten. Sie zitieren Studien, die gezeigt haben, dass langfristige Expositionen unter einer zweiten Generation Mobilfunkstrahlung Schäden im Gehirn bewirkt, allerdings in Anführungszeichen nur bei Tieren. Im Laborversuch hatte sich gezeigt, dass die Mobilfunkstrahlung die Neigung zu oxidativem Stress erhöht. Daraus folgern die amerikanischen Radio-Onkologen, dass mit der Verdopplung der Dosis der Exposition unter der neuen Technologie die entsprechenden Nebenwirkungen zu erwarten sind. Bemerkenswert der Schlusssatz dieser Leute. Oder haben wir eine Verantwortung, unsere klinischen Kenntnisse der Strahlensicherheit und Wirksamkeit zu nutzen, um zu verhindern, dass der Unternehmensgewinn vor allem anderen bestimmt, welche Strahlenexposition der kabellosen Netzwerke akzeptiert werden? 5G-Mobilfunk, ist es nun wirklich ein Segen für uns oder eher nicht? Wir können gerne unter diesem Video darüber diskutieren. Macht uns diese neue Technologie wirklich zufriedener, glücklicher, entspannter? Inwieweit wollen wir zulassen, dass diese neue Technologie 5G, aber auch die alte Technologie 4G tiefgreifend in unser Leben einwirkt? Müssen wir wirklich jederzeit 24 Stunden am Tag erreichbar sein? Brauchen wir wirklich überall und zu jeder Zeit WLAN, schnelles WLAN? Es gibt ja auch Menschen, die können nicht mehr ohne ihr Smartphone. Da entwickeln sich so gewisse Abhängigkeiten. Ja, manche Menschen kommunizieren eher über ihr Gerät als noch direkt mit Menschen. Und ihr habt es vielleicht auch schon beobachtet, es treffen sich Familien, Freunde und ein bestimmter Teil oder alle sitzen mit einem Smartphone da. Das ist halt immer ein Teil der Kommunikation. Die meisten Menschen haben es verlernt, direkt zu kommunizieren. Und ich muss sagen, ich bin in dieser Hinsicht noch etwas antik. Ich bin bis jetzt noch keine Symbiose mit einem Handy oder Smartphone eingegangen. Auch wenn ich unterwegs bin, draußen in der Natur, habe ich niemals ein internetfähiges Smartphone bei mir, weil ich einfach die Natur genieße, das Hier und Jetzt genieße und mich nicht ablenken möchte. Ich erlaube mir auch den Luxus, nicht immer erreichbar zu sein. Oft ist mein Handy ausgeschaltet, auch mein Smartphone schalte ich oft in den Flugzeugmodus oder ganz aus. Nachts schalten wir das WLAN aus und ich habe es mir jetzt auch zur Gewohnheit gemacht, auch tagsüber das WLAN auszuschalten und nur dann einzuschalten, wenn ich es auch wirklich aktiv nutze. Ich möchte ganz herzlich unter diesem Video zu einem Austausch einladen zum Thema 5G, Mobilfunk, Segen oder nicht und zum Thema sinnvolle Handy- oder Smartphone-Nutzung. Das heißt ja nicht, dass man diese Technologie verteufeln soll, aber was habt ihr für Praktiken, Hinweise, Tipps, diese Technologie eben nicht so ins Leben eingreifen zu lassen? Wie schafft ihr euch Freiräume? Wie nutzt ihr eure Zeit ohne Smartphone und Handy? Was ist euch wirklich wichtig im Leben? Und welche Rolle spielt überhaupt Smartphone, Handy, WLAN in eurem Leben? Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald, eure Silke.